Und auch hier, meine sehr verehrten Oldtimer-Freunde, wieder ein wunderschönes Fahrzeug in Farbe, in Pflege. Auch hier wieder die Speichen. Ein Triumph TR2, Baujahr 1955, immerhin auch schon 57 Jahre alt. Mein lieber Schwan, mit 90 PS, 1984 restauriert. Speichenräder, das sehen wir gut. Happy Birthday to you, sagen wir Winfried Zwiehoff und Christiane Zwiehoff zu ihrem 40 Jahre alten Ford 17M. Ausführung P7, klein B. Es handelt sich um eines der letzten aus 20M TS Coupé P7A. Baujahr 1968, begleitet von Michael Pauls, präsentiert uns Thomas Zwiehoff dieses Fahrzeug. Das stammt aus der nur 11 Monate gebauten... Die Damen sind doch eigentlich gar nicht so schüchtern. Sabine Kaluczynski präsentiert uns hier, serviert hätte ich beinahe gesagt, präsentiert uns hier. Einen Renault Alpine A110, Baujahr 1976. Geschwindigkeit, sie schreibt hier, ist ein Geheimnis, weiß ich selber nicht genau. Vielleicht hat sie es noch nicht getestet oder will es auch nicht. Auf jeden Fall ist es der Typ A110 SC mit 1300 Kubik. Eins, zwei fröhliche Damen und ein junger Herr. Sehr schön. Bianca Pela. So, der Papa kommt gleich noch. Ja, ja. Und Simone Stefanik und Janis Pela präsentieren uns hier den Mercedes-Benz SL 250 in der Pagodenform. California, Baujahr 67, 150 PS. Jörg Pela. Und der andere Papa, Michael Stefanik. Mit Finlay, ist das richtig? Pähler als Vorname, Finlay, gut. Ja, ich erinnere mich noch gut, wie oft wir telefoniert haben und gesagt haben, ist immer noch kein Oldtimer, geht immer noch nicht. Aber ab und zu haben wir da mal geschummelt und jetzt ist er längst ein Oldtimer. Der MG Midget 1500 MK5 als Cabrio, Baujahr 1979, 48. Fahrzeug. Karl de Boer und Kerstin de Boer. Hallo, hallo, Kerstin. Hey, aus der Kerstin ist ein Mann geworden. Wie heißt er denn? Mark Kliffer? Kliffer, gut, das werden wir noch registrieren. Da kommt man, jetzt hat man schon eine Brille auf und verwechselt Mann und Frau. Mein Gott, nochmal. Auf jeden Fall, beide präsentieren uns den Mercedes-Benz 300 SL als Roadster, Baujahr 1957, mit 215 PS. Sagt Eduard Schreier mit seinem, nein, sagt das Auto von Eduard Schreier und Elisabeth Schreier, nämlich ein Volvo P144. Aber eben kein Buckel-Volvo, sondern ein Volvo P144. Der Volvo 140 war ein Mittelklassewagen der schwedischen Autofirma. Ja, meine sehr verehrten Oldtimer-Freunde, ich habe extra mal etwas Pause gemacht, denn dieses Fahrzeug zu sehen und zu genießen, es sehen zu dürfen auf deutschen Straßen, aber nicht nur auf deutschen Straßen, auch in Europas Straßen, möchte ich behaupten, ist eine Seltenheit. Denn es ist eines der wenigen Fahrzeuge, ohne dass ich unsere Nachbarn beleidigen möchte, das in den Niederlanden gebaut wurde. Als ich das erste Mal den Namen Ruska Regina hörte, muss ich zugeben, habe ich gesagt, was ist das denn? Bis ich mich dann mal eingelesen hatte und stellte fest, auch in den Niederlanden werden Autos gebaut. Und gar keine schlechten, oder es wurden Autos gebaut. Heute soll es schon wieder ein bisschen etwas losgehen, dass man sich so auf ein anderes Modell,
nicht hier Ruska Regina in den Niederlanden stürzt, aber sie wollen wieder anfangen in Großproduktion. Helmut Bohn und Benjamin Bohn präsentieren uns die Ruska Regina aus dem Jahr 1967 mit 83 PS und fast 1,8 Liter. Das Fahrzeug wurde in circa 2 Jahren restauriert und befindet sich im deutschen Stefan Kümmel und Eberhard Kümmel präsentieren uns den Porsche 911 SC Targa, Baujahr 1980, 188 PS. Es hat eine Matching Numbers, ist im Originalzustand und es ist die zweite Teilnahme in die beiden sind nicht von 1980, sondern ihr Auto. Der Alfa Romeo Spider 2000 Veloce wird uns von Jörg Gelbach und Nathalie Gelbach und Töchterchen präsentiert. Das Fahrzeug wurde 2009 in Hamburg erworben und ist seitdem komplett zerlegt und restauriert worden.